Und wir wünschen den beiden, dass ihre Visionen wahr werden. Dass Religion und Glaube nicht nur einen Platz in der Kirche haben, dafür macht sich Beate Hüßlein aus Ludweiler stark. Mit ihrer Tanzgruppe praktiziert sie meditativen Tanz als Form des Gebets. Das sieht auf den ersten Blick ziemlich esoterisch aus, ist aber durchaus seriös. Beate Hüßlein ist ausgebildete Tanzpädagogin und seit Jahren von ganzem Herzen dabei. Die Bewegungen sind voller Symbolik und es geht darin, Körper und Seele in Einklang zu bringen. Jahrhundertelang waren sie unerwünscht und das, was sie taten, unmoralisch und verdächtig. Tanzende in der Kirche. Dabei geht es hier ganz unmittelbar und sinnlich um das, was Glaube ausmacht. Gott, die Welt und seelische Erbauung. Ich kann mich durch das Tanzen auch regenerieren. Ja, ich kann loslassen, ich kann den Staub von der Seele abwischen. Außerdem ist für mich Tanz immer, diese Art des Tanzes ist für mich immer Gebet. Seit vielen Jahren trifft sich die Gruppe Meditation des Tanzes im Ludweiler Johannes-Calvin-Haus. Zum festen Kern gehören mehr als 10 Frauen, die mit dem, was sie da tun, durchaus Verwirrung stifteten. Anfangs. Die Leute haben am Anfang immer gedacht, wenn sie mich mal gesehen haben, wie, das machst du? Ich war früher Ringertrainerin in Saarbrücken. Und das hätte niemand gedacht. Ne? Ja, bei dir? Genau das Gleiche, ja. Es verändert auch die Menschen, die uns sehen. Darum ist es so schön, dass wir also auch wirklich in der Kirche auftreten. Stimmungsvoll sind die Treffen. Erst mal zu sich selbst kommen, dann wird getanzt und geübt. Lass dich erfassen vom Gleichklang der Schritte. Tauch ein in den Rhythmus des Lebens. Also der erste Dreier ist ein Walzer. 1, 2, 3, dann links rück ins Plié bitte. Dann in die erste Position. Ihr wisst, wir haben das ja schon oft genug praktiziert, die 3 steht für Gott. 3 ist die Zahl, die für Gott steht, für die Trinität. Das heißt, wir haben Dreier-Schritte in diesem Tanz. Erster Dreier. Zweites Mal, jetzt kommt drittes Mal. Und jetzt vor. 1, 2, 3 und hoch. 3 als Zahl für Gott, der Kreis als Zeichen für Gemeinschaft. In diesen Tänzen spielt Symbolik eine wichtige Rolle. Sie hat aber nichts Verkopftes, sondern etwas ganzheitlich Sinnliches. Was mir besonders gefällt, ist eben, dass der ganze Körper mit einbezogen wird. Also nicht nur die Füße, sondern Gebärden spielen eine ganz wichtige Rolle. Und der ganze Mensch ist gefragt. Wir Menschen sind ja Körper und Seele und nicht nur Kopf. Redaktionssitzung für den Gemeindebrief. Beate Hüßlein ist vielfach engagiert. Mit ihrer Tanzgruppe hat sie in Ludweiler von Anfang an eine Heimat gefunden. Die evangelische Kirche hat sich ja ein bisschen zurückgenommen mit allem, was nicht direkt mit Wort zu tun hat. Wenn wir aber in die Bibel gucken, da ist natürlich ganz viel Bewegung und Körperlichkeit drin. Und ich bin sicher, dass Jesus bei dem Fest, bei der Hochzeit zu Kana nicht nur gegessen hat, sondern sicherlich auch getanzt hat. Diese Art zu tanzen wird in ganz Deutschland gelehrt. Entwickelt hat sie Friedel Kloke-Eibel. In deren Ausbildungsinstitut Meditation des Tanzes, Sacred Dance, hat Beate Hüßlein 3 Jahre Kurse besucht. Grundlage ist das klassische Ballett. Noch heute erinnert sich Beate Hüßlein mit leuchtenden Augen an diese Begegnungen. Auch wenn es im universellen meditativen Tanz nicht nur um die christliche Tradition geht, für Beate Hüßlein ist diese wichtig, die Verbundenheit mit der Schöpfung. Die Geschichten der Bibel erzählen ja viel von Menschen, was Menschen erlebt haben, was Menschen erfahren haben und auch in Beziehung zu Gott stehen. Und wie sehe ich mich in meiner Beziehung zu Gott? Das ist für mich Spiritualität. Zum Erleben dieser Spiritualität kann der meditative Tanz verhelfen. Seine Bewegungen und Gesten sind erstmal nur Bewegungen und Gesten. Durch Ruhe und viele Wiederholungen allerdings kann sich ein meditativer Zustand einstellen. Immer wieder treten im Tanz ganz bestimmte Gesten auf, die einer universellen religiösen Empfindung entstammen.
Das Dreieck steht für Gott, beziehungsweise auch für die Trinität. Dann sind wir übergegangen zum Kelch, ja, der Kelch des Heils, und dann zur Kugel, zur Erdkugel. Und dann sind wir in die W-Haltung gegangen und haben dann den Tanz mit den Schritten weitergeführt. Die Ruhe und Harmonie dieser Tanzgruppe ist spürbar und überträgt sich auf die, die sich auf ihre Nähe einlassen.